Moin und ja, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich will auch mal was Neues machen und zwar ein Unpacking-Video. Hintergrund ist der, dass die Firma Flatcat und ich ja, uns auf eine Partnerschaft geeinigt haben. Das heißt, also ich bin jetzt quasi offizieller Flatcat-Partner. Ihr habt es mitbekommen, die letzten Wochen, Monate habe ich einen Flatcat-Touch-Hybrid-Trolley, also einen der neuesten Trolleys, ein Demo-Gerät, zum Testen gehabt und habe das ausgiebig gemacht, habe auch immer mal wieder was dazu gepostet. Ich finde den wirklich, wirklich richtig geil und insofern hab ich nicht lange überlegt, als die Firma Flatcat mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, da als offizieller Partner sozusagen aufzutreten. Ich habe noch gar keinen Bericht geschrieben im Blog, aber der kommt noch. Aber wie gesagt, ich finde den Trolley halt gut. Bin sehr begeistert davon und deswegen bin ich auch sehr stolz darüber, die Partnerschaft zu haben. Ja, und ich habe jetzt einen geschickt bekommen, weil dieses Demo-Gerät musste ich halt zurückgeben. Und ich habe mir gedacht, ich mache ein Unpacking-Video und ja, ich hole das gute Stück mal her. So, das ist das Kartonskin. Ja, ne? Für einen Karton unheimlich schön. Ja, dann gucken wir da mal rein. Ich habe schon mal aufgemacht, ne? Also damit das nicht so lange dauert, wenn ich mit Scheren hantiere, das sieht immer gefährlich aus. So, Verpackung. Ich habe einmal so die Vollausstattung. Was haben wir denn hier? Also, das ist, ja, genau. Und zwar zum am Trolley befestigen, der Kühlbox. Eine Kühltasche für Getränke, die ist schön groß. Oh, da passt ja locker ein Liter rein. Wahrscheinlich sogar mehr. Sehr schön. Klasse. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Verpackung, Verpackung. Da haben wir. Regenschirmhalter. Nicht ganz unwichtig, weil hin und wieder. Ich weiß nicht, hört ihr bei Regen auf? Ich nicht. So. Ja, genau. Noch so eine Tasche, die wird dann drunter gehangen für Ersatzbälle. Ich brauche ja immer mal den einen oder anderen, den ich dann als provisorischen spielen kann. Cool. Transporttasche. Da kommt er dann nachher rein, dass er in seinem Auto ein bisschen besser verstaut werden kann. Was haben wir noch? Das ist ein Scorekartenhalter und da ist ein Ballhalter mit dran. Mal gucken, ob ich das nur anschraube. Das mache ich dann vielleicht in Ruhe, wenn ihr zuguckt, wie ich mit Werkzeug hantiere. Das ist nicht gut. Okay, Imbus. Ach so, Schlüsselanhänger. Schlüssel, weil nämlich, und jetzt kommt der wichtige Teil. Ah, Mann. Das ist der Akku. Und der ist abschließbar. Ja, brauchen wir gleich. Aber jetzt kommen wir zur Hauptperson des heutigen Tages. Achtung. Oh Gott. So. Ich stelle den mal weg. Das ist der Flatcat. Schaut euch den an. Der ist, wie ihr sehen könnt, schön schmal. Klar, wiegt ein bisschen was, logisch. Ist ja nur auch ein Trolley, wobei so schwer finde ich ihn jetzt gar nicht. Und der ist halt, wie gesagt, wenn man sich anguckt, wie flach der ist, also ich weiß das ja vom Demo-Gerät her, der passt problemlos hinter den Fahrersitz einfach so in den Fußraum rein. Und der baut sich halt ratzfatz auf, ne? Was haben wir hier? Also, Vorderrad ausklappen. Unteren Räder ausklappen. Eins und zwei. Den hoch. Tada! Und das ist es schon. So. Jetzt könnte man noch. Ich tue mal den Akku rein. Wo ist er? Da ist der Akku. Das finde ich richtig gut. Akku. Reinlegen. Fertig. Sehr cool. Schön. Ladegerät haben wir auch. Brauche ich jetzt nicht. Man gibt oben sogar einen Schoner für. Mal ihn mal ab. Der wird ja hier geschont. Der nächste Regen kommt bestimmt. Ja, im Moment ist es eher Schnee. Kalt draußen. Zack.
Regenschirmhalter ist ein cooles Gerät. Also, wie gesagt, ich habe ihn ja schon mal testen dürfen. Ich habe jetzt halt nur einen neuen bekommen. Und bin nach wie vor sehr begeistert. Der Touchgriff ist super. Die Halterung ist super. Ja, und das Zubehör, das mache ich in aller Ruhe. Also, ihr werdet mich in Zukunft hier öfter mit dem Gerät unterwegs sehen. Im Moment kann ich ihn leider nicht benutzen, weil bei uns und in den meisten Clubs außenrum ist entweder der Platz ganz gesperrt oder wenn er freigegeben ist, gilt Tragepflicht. Das heißt also, da schulter ich das Berg, aber die nächste Saison, die kommt bestimmt. Und dann fahre ich elektrounterstützt. Ich bin jetzt offiziell Senior, ich darf das. Also nochmal vielen Dank an Flatcat für das Vertrauen und ich freue mich auf die Partnerschaft und ich freue mich auf die nächste Saison vor allem. Vielleicht sehen wir uns auch auf dem einen oder anderen Golfplatz mal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und bis dahin erstmal schöne Grüße aus meinem Wohnzimmer. Na, wie geht das jetzt? Ah, okay. Das ist einfach, das kann ja sogar ich. Okay. Okay, das ist ja total simpel. Da hat sich jemand gedacht, das muss sogar der Herr Gent können. Ihr seid noch da? Okay. Ja, dann könnt ihr mir jetzt noch beim Basteln zugucken. Was haben wir hier? Ein Scorekartenhalter. Jo. Und dazu bräuchte ich jetzt einen Schraubendreher, den habe ich leider nicht. Also, ich habe einen, aber gerade nicht zur Hand. Der gehört dahin. Das mache ich später. Also jetzt wirklich. Ciao, wir sehen uns.